Dampflokklänge im Thüringer Wald. Die Nähe zum Dampflokwerk lässt hier recht oft die schwarzen Ungetüme über die Gleise schnaufen. Eher selten sind Dampfgüterzüge, die den Rennsteig erklimmen müssen. Im Frühjahr 2001 war einer unterwegs. An der Spitze müht sich 528075, eine Reko 52, die heute der IGE Werratalbahn gehört. 1942 wurde sie als 521648 in Posen gebaut und 1963 im RAW Stendal rekonstruiert. Seitdem ist sie als 528075 unterwegs. Kreuzungshalt in Gräfenroda. Der Regionalexpress Meiningen-Arnstadt rollt planmäßig ein. Für Mensch und Maschine eine kurze Verschnaufpause. Mit Anlauf geht es in die Rennsteigsteigung. Über 30 Promille warten darauf, erklommen zu werden. Die langen Auspuffschläge lassen die Kraftanstrengung erahnen. Zehn Staubgutbehälterwagen sind angehängt. Das bedeutet rund 300 Tonnen Last. Eine Herausforderung für Personal und Maschine. Für den Eisenbahnfreund ein Genuss in Bild und Ton.
Routine im Führerstand. Lokführer und Heizer sind zufrieden. Ihre 52er läuft wie ein Uhrwerk, hat locker die Steigung über den Rennsteig bewältigt. Ab Zeller-Mehlis befährt der Güterzug die Strecke nach Schmalkalden und Wernshausen im Werratal. Südlich des Rennsteiges blinzelt die Frühlingssonne durch die Wolken. Ausfahrt in Steinbach-Hallenberg. Wieder muss ein Gegenzug abgewartet werden. Diesmal in Schmalkalden. In Wernshausen wurde das Werratal erreicht. In Bad Salzungen wird es wieder verlassen, denn unser Zielbahnhof ist der Güterbahnhof Eisenach. Das heißt, nochmals über die Ausläufer des Rennsteigs. Ein Vorgeschmack liefert die Steigung aus dem Werratal. Betriebshalt in Marksuhl. Im letzten Licht der Dampfgüterzug. Es bleibt zu wünschen, dass wir noch lange Zeit solche Züge erleben dürfen, auch wenn es nur ein Fotogüterzug ist.